Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir gibt es ein Kartoffel aus dem Backofen mit schönen Käsekruste und schaut, wie das aussieht. Oh, am liebsten ich würde schon in einer reinbeißen. Mit so einer leckeren Aua als Käsekruste. Schaut, lecker, lecker, lecker. Kartoffel ist weich und Käse mit so einer richtig Kruste. Lecker. Habe ganze Blech gemacht. Und dazu serviere ich einfach einen Tomatensalat. Das passt die beiden wirklich sehr gut. Viel Spaß beim Video anschauen. Als erstes kochen wir unsere Kartoffel etwa so 10 Minuten vor. Ich habe ihn jetzt abgewaschen und gebe jetzt in den Topf, gebe Wasser und stelle es mal einfach zum Vorkochen. Im Wasser gebe ich auch ein bisschen Salz. Geben wir Salz, Wasser und kochen wir nur 10 Minuten vor. Die Kartoffel darf nicht gar werden. Er soll nur ein bisschen vorgekocht sein. So, Kartoffel habe ich 10 Minuten vorgekocht, Wasser abgesiebt und lasse jetzt noch kurz abkühlen, weil wir können kaum in die Hand es nehmen zum Aufschneiden. So, unsere Kartoffel ist jetzt abgekühlt. Es kann man in die Hand schon nehmen. Und wir bereiten erstmal so eine würzige Butter. Dafür habe ich Butter schmelzen lassen und geben wir da einfach so Gewürze und Kräuter, was ich gerne möchte. Ich gebe trockene Knoblauch, kann man auch frische nehmen. Dann ein bisschen von Pommesgewürz, ein bisschen von geräucherter Paprika. Dann so Kräuter, kann man auch Kräuter der Provinz haben. Ich habe die keine, aber ich habe meine selbst gemachte hier. Und da sind ja alle so Mischung von mehreren Kräutern, was ich für so Salat verwende und so. Und dann habe ich noch hier Salz mit Rosmarin. Und ihr könnt schon ruhig Backofen anmachen zum Vorheizen. Ich habe meinen jetzt auf 180 Grad zum Vorheizen angemacht. So. Bestreichen wir oder geben wir so ein bisschen, nicht alles, ein bisschen lassen wir noch fürs oben Kartoffel zu bestreichen und das verteilen wir jetzt auf den Blech und geben obendrauf noch Käse und dann Käse schön klebt an den Butter. In meinem Fall habe ich Emmentaler genommen. So, und jetzt schneiden wir Kartoffel so auf die Hälfte. Der Backofen ist schon vorgeheizt. Und geben wir mit Schnittseite hier auf den Käse. So, obendrauf bestreichen wir den Kartoffel noch mit dem restlichen Butter. Und dann obendrauf können wir erstmal restliche Käse verteilen, was ich noch ein bisschen übrig gelassen. Und dann ist es sehr lecker, wenn man Parmesan obendrauf gibt. So, und jetzt geht es in den Backofen für ungefähr so 20-25 Minuten nach Art eures Ofens. So, ich habe jetzt nur 20 Minuten gehalten und ich finde, es ist voll in Ordnung. Wer möchte gerne, dass oben größer wird, einfach mal Grill für ein paar Minuten anmachen und dann werden die oben auch größer. So, jetzt probieren wir mal. Käse geschmolzen, muss ein bisschen nachhelfen. Schaut, wirklich sehr, sehr lecker. Dass jede Kartoffel hat seine Käsekruste.
Eventuell kann man Pizzamesser nehmen und mit Pizzamesser drumherum gehen. Aber so geht das auch. Packe jetzt mal alles schön auf den Teller. So, meine Lieben, schaut ihr, wie es das aussieht. Es ist doch so lecker. Richtig will man reinbeißen. Und dazu serviere ich heute einfach ganz normale Tomatensalat. So, liebe Freunde, sind wir heute wieder mal fertig, haben wir wieder uns was Leckeres zum Mittagessen gemacht. Und wenn euch mein Video gefallen, dann würde ich mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert, dann abonnieren Sie ihn. Dann werdet ihr nicht verpassen meine Videos. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.